Aufregung in Brunsbüttel. Wird es ein neuer Guinness-Rekord? Über 270 Mitarbeiter des Chemieunternehmens Covestro müssten dazu hier ein menschliches Puzzleteil bilden. Am Ende hat die Firma nicht mehr genug pinke Hoodies für alle. So viele Leute haben sich eingefunden. Und nach dem Durchzählen ist klar, mit 548 Menschen steht hier das größte menschliche Puzzleteil der Welt. Es herrscht heute hier eine prima, hervorragende Atmosphäre. Viele Leute sind heute also zur Arbeit gekommen in Erwartung von einer sehr tollen Veranstaltung und gehen sie dann nach Hause abends mit einer Medaille. Sie sind Weltrekordhalter geworden. Das ist doch ein besonderer Tag. Anlass für den Weltrekordversuch ist die Einweihung dieses farbenfrohen Schornsteins auf dem Firmengelände. Noch vor wenigen Monaten war der 132 Meter hohe Schlot grün. Der Graffiti-Künstler Martin Highwood hat den Industrieturm in Kunst verwandelt. Für den Künstler ist die Fertigstellung ein überwältigender Moment. Ja, also der schönste Moment vor Ort war die erste Fahrt nach oben. Wir hatten herrliches Wetter. Ich konnte feststellen, dass meine Kollegen und mir sowas wie Höhenangst leider nicht zuteil geworden ist in diesem Leben. Und das war einfach herrlich. Also bunt, neugierig und mutig sein. Dafür sollen die aufgemalten Puzzleteile stehen. Alles hat klasse geklappt. Die Sonne ist auch noch aufgerissen an dem doch eher regnerischen Tag. Insofern, es war ein super Ereignis für uns, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für ganz Covestro. Also herrlich, ein ganz toller Tag. Der bunte Schornstein ist das dritthöchste Bauwerk Dithmarschens und bei gutem Wetter noch in Cuxhaven zu sehen.